Jo Leute, was geht ab und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute gibt es mal wieder F1 und zwar die neue Multiplayer-Karriere. Los geht's! So. Im Moment bin ich P20, das läuft ja mal wieder richtig gut. Verbremst. Und wie verbremst. Mein Lenkrad verrutscht. Wie nett. Perfekt. Ja, genau, jetzt verliere ich hier die Kontrolle vom Auto, danke. Nicht, jetzt verrutscht nicht nur mein Lenkrad, sondern ich verliere direkt auch die Kontrolle vom Auto. Geil, danke, nett. Das Spiel und dein Lenkrad arbeiten zusammen. Ja, ich schraub das, glaube ich, fest an den Tisch ran. Dann kann ich es zwar nie wieder abmachen, mein Tisch ist dann demoliert und ich kann meine Tastatur nicht mehr verwenden, aber scheiß drauf. Ja. So, ich bin P20, ich kann jetzt eigentlich auch fahren, wie ich will, weil ändern kann ich das ja jetzt so oder so nicht mehr. Und so wie mein Lenkrad verrutscht, denke ich mir gerade auch nur so, ja, das ist auf jeden Fall eine gute Bestätigung. P1 wird es auf gar keinen Fall. Laut Lenkrad P5, P4. Und was ist die Realität? Vierter. Huiuiui, direkt ein ganz anderer Innenraum. Clutch bite is good, gearbox is responding normally. Make sure to warm up the tires and brakes. Warm the tires and brakes throughout the lap. Oh. Nein! Das war's komplett. Nein! Du warst genau hinter mir, oder? Also ja. Ich hab da so was Oranges im Rückspiegel gesehen, du. Ja, ich hab Bottas gecrashed. Auch gut. Hui. Ne, warte, wenn wir das richtig auf die F1 beziehen, müsste ich dir eigentlich auch was anderes wünschen, aber... Demi guidare. Unterschlag. Eigentlich nicht scheiße. Ich zieh alle guidare. Da war ich ein bisschen zu zaghaft. Nein, oh der erste fällt mich rein, der andere dreht mich. Geil. Oh, oh Gott. Achso, mein Kollege hat mich gedreht. Danke, Verstappen. Wie nett von Verstappen, Alter. Ich raste aus. Ah, oh, wieso hab ich jetzt Verstappen erzählt? Eigentlich wollte ich Ricardo. Ach, egal. Der ist im Urlaub. Ja, Ricardo dachte sich, ich will zwar eigentlich zu Renault, aber ich höre lieber einfach ganz auf für eine Saison. Aber das Geld. Tom, hast du eigentlich mal die Landschaft gesehen, wo hier Ricardo jetzt in der Spur? Nee, tatsächlich noch nicht. Oh Gott! Oh, 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 Bruder, muss los! Weil dann merkt man halt wieder. Ich hab Platz gut gemacht, indem ich im Perez reingefahren bin, aus Versehen. Da merkt man halt wieder, wie schön eigentlich Australien ist. Weil der wohnt halt ländlich. Das ist halt geil. Bin jetzt P8. Bin P3 vor. Und mein Kollege auf dem auf Team 4, okay? Nein, Alonso, nein, das ist Perez. Ja moin. Ja gut, kann man mal verwechseln, Digga. Sehen sich auch ähnlich. Alter, Hülkenberg! Digga, dieser Hülkenberg, Alter! Nico Hülkenberg! Digga, der bleibt wacker neben mir, aber kein Wunder. Aber kein Wunder. Er dreht mich! Ist das dein Ernst? Was Racing? Ist das dein fucking Ernst? Mich in der zweiten Runde zu drehen? Da hättest du das wenigstens in der ersten gemacht, du Wichser! Ja, das macht Spaß, jetzt den Feld erstmal hinterherfahren.
Immerhin macht es ein bisschen Spaß, weil ich sehe, dass Bottas ganz hinten ist. Was? Ja, der ist bei dem Crash in der ersten Kurve, in der ersten Runde ist er rausgeflogen. Ach, deswegen habe ich einen Dutcher von hinten bekommen. Ja, ich war da zu dem Zeitpunkt auf P10, ich dachte mir auch nur so, WTF, was ist da los? Caution, caution. Caution, caution. Digga, ich hasse diese beiden Kurven. Ganze 5 Sekunden vor mir. Wow. Und jetzt fährt sich das Auto so scheiße in der Kurve. Nein, ja genau. Das war's mit meinem Frontflügel. Ja, jetzt ist er komplett kaputt sogar. You have a lot of wing damage. Box for a new. You have a lot of wind damage. Ja, alles klar. Du mich auch, Jeff. Warum sagst du mir das eigentlich, Jeff? Warum sagst du mir das? Denkst du, oh, nee, dass wenn ich... ausschalten. Wow. Jeff, denkst du, dass wenn ich durch eine Kurve fahre, euer Auto sich fährt wie Rotze, ich mich dann deswegen drehe und dann deswegen in zwei verschiedene Wände klatsche, glaubst du, dass ich dann nicht davon ausgehe, dass mein Frontflügel kaputt sein könnte? Denkst du das, Jeff? Okay, box, 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 we're adjusting the strategy. Come in this lap. Come in this lap, box, box, box. Ja, box, 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 ja, box, box, box in dein Gesicht gleich, Jeff, wenn Your du mich die Fresse nimmst. Digga, er sagt mir das dritte Mal in dieser Runde, innerhalb von 200 Metern sagt er mir das dritte Mal, komm in die Box. Willst du mich verarschen, Jeff? Es reicht es mir einmal zu sagen. Eigentlich müsstest du mir das gar nicht sagen, weil ich weiß das selber. Denkst du, ich merk das nicht? Boah, Digga, das Ding fährt durch keine Kurve. Immerhin ist Ocon hinter mir, aber das wird wahrscheinlich nicht mehr lange so bleiben. Also was heißt wahrscheinlich, das wird nicht mehr lange so bleiben. Ja, ja, ich sehe den Racing Point da. Es sei denn, er ist draußen. Go, go, go! Go, go, go! Ach komm, halt dein Maul, Jeff. Ey! Nein! 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 Stopp! Nein, das macht ihr nicht! Nein, 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 Vettel, nein! Ich verbiete es dir! Hör auf, mich zu überrumpeln! Nein! Nein, Hamilton! Nein, bleib weg! Geh weg! Geh weg, Hamilton! Ich werde euch einholen, irgendwann! Stimmt, hast du eigentlich bei Unsympathisch TV hier die Geh-Weg-Fußmatte bestellt? Nee, leider nicht. Ja, sonst würde ich sie jetzt da hinten an den Arsch meines Autos kleben. abgehangen hat. Wow, 5 Sekunden Stop-and-Go-Strafe, wegen blaue Flagge ignoriert. Ja, sorry, was soll ich machen? Ich bin doch so schon P19. Wollt ihr etwa, dass ich überhaupt nicht mehr an euch rankomme oder was? Wow. Kann mal bitte irgendjemand in eine Wand fahren und sterben, damit Raikön ist weg. Raikön ist weg. War Raikön gegen die Wand geklatscht? Wo ist gerade gesagt, das ist er genau vor meiner Schnauze gegen die Wand gefahren. Ja, moin. Kann mal bitte gelbe Flagge kommen, hallo? Blue Flag, Blue Flag. Blue Flag, Blue Flag. Wow. Genau. Na, erstes Rennen, die Session ist noch vor dir. Du kannst noch was reißen. Ja, schon klar. Bei mir kann auch noch sehr viel passieren. Du weißt ja, wie ich fahre. Ja, aber Digga, selbst wenn. Am Ende dieser Saison, egal was ich mache, du wirst so oder so mehr Punkte haben als ich, weil du bist in einem Top-Team, ich bin Mittelfeld-Team. Aber dafür bist du der bessere Fahrer von uns.
Gut, das mag sein, aber erstens bin ich in letzter Zeit sehr wenig gefahren und zweitens glaube ich nicht, dass ich das ausgleichen kann. Und so krass viel schneller bin ich nicht als du. Dass ich glaube, dass ich das ausgleichen könnte. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich mega schlecht bin oder so, weil, ja, ich habe Selbstvertrauen und so, aber, ja. So viel traue ich mir dann doch nicht zu. Wow, Raikön ist jetzt hinter mir. Ich weiß nicht, wie er das hingekriegt hat, aber, ja. Wow, deine schnellste Runde ist 3 Sekunden schneller als meine schnellste Runde. Das sagt schon einiges. Dieser Wagen ist echt nicht gut. Ich meine, aber er fährt sich nicht so schlecht. Der McLaren fährt sich schon schön. Der hat schon ein angenehmes Handling. Ja, also wenn man ihn mit dem Renault vergleicht, ist er echt schön. Ich meine, er ist immer noch kacke gegenüber den Top-Teams, aber er ist in Ordnung. Ach du Scheiße, deswegen rutsche ich die ganze Zeit. Ich bin auch bei 100 Grad. Oh. Wie viel Grad bin ich? 99! 99 Luftballons fliegen über den Horizont. Oh, wenn ich so weitermache, sind das nicht die Luftballons, die fliegen, sondern meine Reifen. Lol. Hast du eigentlich schon Boxenstopp gehabt? Ja, in der vierten Runde. Weil deshalb bin ich auch auf P20. Das erklärt's. Ja, weil ich bin ja, das Auto hat sich scheiße gefahren, bin ich dann gedreht. Und dann gegen zwei verschiedene Wände geklatscht. Komm, jetzt zieh. Ich kann auf Ericsson aufholen, vielleicht. Theoretisch. Es ist unwahrscheinlich und ich werde es nicht schaffen, aber theoretisch. Wenn du auf mir oder auf Hette hier DRS bekommst, dann auf jeden Fall. Hä, warum sollte ich von euch DRS bekommen? Weil wir hinter dir sind. Nein, das meine ich nicht. Ich meine halt allgemein, warum sollte ich DRS bekommen von dem Wagen, der mich überholt? Keine Ahnung. 31 Sekunden bin ich hinter ihm. Immerhin hole ich auf. Immerhin. Jetzt muss ich aufpassen, wie du bremst, weil ich habe keinen Bock, hier mich selber kaputt zu machen. Ich habe keinen Bock, dass Fett in mir hinten reinfährt. Ja, warte, ich lasse dich auf der Stadt Zielgeraden überholen. Okay. Ja, das ist schon die beste Überholmöglichkeit. Also ich weiß, dass ich von dir DRS bekomme. Digga, ich hab ne 5... Au, Fett ist in mir reingefahren! Ja, aua. Hey, was für gelbe Flagge! Geh mir nicht auf den Sack. Hab ich dich erwischt? Nee, ich konnte dir noch ausweichen, weil ich das Auto rechtzeitig gesehen habe. Bin zwar ins Kies gefallen, aber ich konnte wenigstens ausweichen. Vielen, vielen Dank. Auf jeden Fall ist jetzt fettes Frontflügel-Short. So wie kann ich sagen. Oh nein, jetzt habe ich 4 Sekunden auf Idiotensohn verloren. Uiuiui. Tut mir leid. Aber dafür konnte ich jetzt wenig für. Blue Flag, Blue Flag. Bin wieder da. So, du warst weg. Du sag mal, muss ich meine 5 Sekunden Stop-and-Go-Strafe eigentlich einlösen? Ich glaube nicht. Obwohl, ich glaube schon. Ja, weil ich habe 3 davon. Da musst du dreimal, da musst du dreimal stoppen. Fette, ich schwöre, ich mach dir den Frontflügel kaputt. Okay, er macht's von alleine. Ja, und er macht meinen damit auch kaputt, Digga. Er hat mich einfach rausgehauen. Ja, moin. Hilfe! So, schon mal was sagt mein Gott. Zusammen mit Schwanken sind noch holt. Warte mal, ich habe eine Idee. Mein Rennen ist ja so oder so gelaufen, ne? Also von daher, ich könnte versuchen... Blue Flag! Auszubremsen.
Da! Scheiße! Er ist vorbei! Oder hat an dir vorbei! Ich hol ihn! Ich hol ihn wieder! Da! Oder auch nicht! Digga, dieses Auto! Schlimm! Warte mal! Danke! Übrigens, meine Reifen sind... Das ist mein Reifen. Aber hey, du hast Magnus aufgehalten, so relativ. Da hab ich so schon... So relativ was? Digga. Also, du hast Magnus aufgehalten, immerhin. Ja, das war's mit meinem Frontflügel. Ja, ist egal. Jo, danke. Oh Gott! Er dreht mich! Danke fürs Elfen! Hallo Alonso! Schön, dich zu sehen! Papa! Scheiße! Ja, jetzt sind alle mich reingefahren! Samt Bottas und so! Bottas verlässt eigentlich das gesamte Mittelfeld! Das war... Also das sah gerade echt fantastisch aus! Hat mir gefallen, war eine super Vorstellung. Jetzt, nein, jetzt trink ich Bottas auch noch, ist das dein Ernst? Scheiße! Scheiße! Nein, nein, nein! Also, solange noch in diesem Rennen Magnus nicht mehr schraubt, dann ist alles gut. Immerhin bin ich 18. und letzter. Ja, guck dir mal die letzte Runde an. Ja, stimmt, hey, wir sind ja schon in der Runde 14. Vielleicht hast du diese Katze. Sie denkt sich immer so, ja, Digga, ich hab jetzt voll Bock. Ich hab jetzt voll Bock zu kuscheln. Und kommt rein und dann merkt sie 2 Minuten später, irgendwie habe ich gerade doch keine Lust. Ich möchte wieder raus. Wie nett. Also meine Reifen sind in der Zeit abgekühlt. Nur jetzt ist das nächste Problem, die haben 60% Schaden. 60%? Ui, das ist viel. Aber wie gesagt, solange Magnus mich noch in diesem Rennen nicht einholt, ist alles tip top. Da habe ich keine Position verloren und auch keine gewonnen. Hm. Und für mich läuft auch alles tip top, weil egal was jetzt passiert, mir kann die 2 Punkte bessere Platzierung niemand mehr nehmen. Von P20 gestartet, P18 beendet, das reicht mir. Aber nur weil ich in der. Fürs erste Rennen ist es gut. Ja, wenn man bedenkt, dass ich mit McLaren fahre. Huh. Ja, schön, dass wir noch Benzin für eine Runde haben. Aber RS reicht nicht mehr so. Aber egal. So, Hasskurve, jetzt bitte nicht verkacken. Schön vom Gas gehen. Perfekt. Weil Magnus wird mich eh nicht vereinen. Ja, ich hasse diese. Mittlerweile habe ich einfach herausgefunden, mehr oder weniger, wie man die fahren muss. Ja, ich weiß auch nicht, wie man die fahren muss, aber trotzdem schaffe ich es irgendwie. Und die, wo du jetzt gerade durchfährst, die beiden hasse ich. Ehrlich? Die hasse ich mega. Cool. Ich kann die nicht. So, jetzt geradeaus. Magnussen, du kannst mich mal hier fest im Mittelfinger. Ja, P4. Erstes Rennen ganz in Ordnung. Also für den Red Bull, ja, das ist schon mal mehr als solide. Ich hätte auch Erster sein können, aber Vettel denkt sich so, nö. Du heute nicht, ich bin der Deutsche, der gewinnen muss. Scheiß Newcomer. Dann soll er wenigstens mal hier, den Titel holen. Was er ja nicht getan hat und jetzt ist er raus bei Ferrari, Mann. Aber warte mal, fährt er die 2020-Saison fährt er aber noch, ne? Also so wie ich das rausbekommen hatte, will der zu Red Bull. Also Red Bull wäre schon wieder nice, wenn Vettel wieder bei Red Bull, ne? Ich meine, weil aus der Zeit komme ich halt. Das war halt die Zeit, wo ich halt Formel 1 geguckt habe, also angefangen habe.